Hey ho, meine Lieben, Bonusvideo. Schweinshaxe vom Mini Kamado. Funktioniert das? Werden wir sehen. Das Video gehört meinem Schatzi. Ich werde nur Handlanger sein. Definitiv. Schau mal rüber, weil da ist er schon fleißig am Werkeln. Na hallo, mein Schatz. Du bist schon fleißig dabei. Was machst du hier? Ich filme dich jetzt einfach mit. Du hast keine Erlaubnis von mir. Haha, mach gar nichts. Oh shit, das schmeckt. Wolltest du das versalzen? Ja. Aber so ein Schweinshaxen kann man fast nicht versalzen. Ich will, dass der hinterher schön aufploppt. Schön aufploppt? Ja, darum kriegt jetzt der einfach mal ordentlich Salz in die Ritzen gerieben. Ordentlich Salz, genau. Kommt sonst was an Gewürze hin? Ja, mit Sicherheit noch Pfeffer. Mit Sicherheit noch Pfeffer und Paprika und weiß ich noch nicht. Also auf alle Fälle SPP. Salz, Pfeffer, Paprika. Hau jetzt ab mit deiner Cam. Du kannst erst wieder was sehen, wenn ich das auf den Grill stelle. Das darf man filmen hier. Aber ich mach's einfach trotzdem. Also im Moment miaut mich die Katze an. Und na komm her. Da ist die Miezekatze. Jetzt stellt sich die Kamera wieder nicht scharf. Ja. Also Schatz wird es jetzt fertig und dann bleibt das Ganze noch ein bisschen stehen, ruhen. Dass es die Gewürze sauber einziehen können und dann geht's auf den Grill. Ah, ich habe Fleisch geklaut, Schweinshaxe. Schatz, die jetzt noch im Kühlschrank, wie lange? Eine Stunde oder zwei. Ja, oder ein, drei, zwei. Oder je nachdem, wann man essen will. Genau, so ein, zwei Stündle soll es auf alle Fälle noch durchziehen und dann sehen wir uns draußen am Mini Kamado. Ich frage mich, warum das Ding eigentlich XXL Kamado heißt, wenn es doch eigentlich XS ist, meinst du? XS Kamado ist, ja. Naja, egal. Kommen kleine Dinge ganz groß raus. Okay, wir sehen uns draußen. Jo, Schatz hat den Loopleiter gefunden und versucht hier den Grill anzukuppeln. Ja, wunderbar. Hier habe ich noch den Deckel vom ST3. Den nehmen wir, um den Grill zu entkoppeln. Das Zubehör vom Räucherpeter habe ich im Übrigen schon bestellt. Das einzig Negative, was mir jetzt an diesem Kamado aufgefallen ist, ist, dass sie anscheinend von der Kohlenschale hier innen drin, dass die ein bisschen schief gegossen ist. Also sprich, die steht leicht schief drin, aber das ist jetzt das Einzige. Kohlen glühen, der Deckel liegt drauf. Da, Gemüse, hast du gesagt, kommt da noch mit rein? Ja. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal den Deckel zu, lassen das ganze Ding auf ca. 110 Grad aufheizen, einregulieren und dann kommt Gemüse rein und die Schweinshaxe drauf. Oder, Schatz? Ja. Gut. So, meine Lieben, es geht munter weiter. Ich hoffe, dass uns das nicht zu sehr ankokelt da drin. Ja, da wird man jetzt wahrscheinlich runterregulieren auf 100. Der läuft bloß auf 100 Grad, mein Schatz. Ja, jetzt brauchst du nicht auf den Deckel drauf schauen. Jetzt ist der Deckel offen und das Thermometer geht schon wieder runter. Aber wer hat das wieder eingepackt? Ich glaube, ja, das war wohl ich dann. Ich wollte das heute eigentlich nur essen. Und nicht bis Weihnachten aufheben. einfach auswickeln. Jawohl. Das ist eine Borste. Und drauf das Ding. Geht's mit dem Arm? Sonst muss ich dir helfen. Komm, gib her. Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Leg mal schön hier drauf. Und dann darfst du den Deckel zumachen.
Leicht anheben und das Ding zurückziehen. Genau. Schwupp. Und so lassen wir es jetzt mindestens eine Stunde lang erstmal drauf. Klar, Thermometer ist jetzt wieder ein bisschen abgesackt. Ja, so bei 100, 110 Grad maximal. Momentan ist das Thermometer auf 140 Grad hoch, aber ich habe schon wieder weiter zureguliert. Und dann gucken wir doch mal rein. Hau, ruck. Sie wird definitiv. Hätten wir doch ein bisschen Öl unten rein tun sollen. Das Gemüse ist ein bisschen trocken, aber ich denke mal, irgendwann kommt ja der Saft vielleicht noch. Ja, und ein bisschen was ist ja schon unten drunter. Ja, das geht schon noch. Ich habe jetzt gedacht, es dampft mehr. Ist ja eh für die Soße. Gut, nicht so lang offen lassen, weil sonst überheizt er wieder wie Schwein. Gut. Also ich denke, mit dem Mini-Kamado wird mein Schatz vielleicht öfters was grillen. Wir werden sehen. Wen es jetzt interessiert, so für 100, 110 Grad habe ich oben circa halb offen und unten gerade noch ein bisschen weiter aufgemacht. Bis jetzt waren es immer drei Löcher und jetzt habe ich noch, es wurde halbe mit geöffnet. So, dass wir auch 110 Grad erreichen. Ja, ganz genau. Dann wollen wir mal die Haxe umdrehen. Oder Schatz, willst du sie umdrehen? Ich kann nicht mit meinem Arm umdrehen. Ah, meine Toasties sind auch soweit fertig. Für den kleinen Happen zwischendurch. Und deswegen hängt das Gemüse unten dran. Aua. Also das mit dem Gemüse war nicht so gut, der Burner. Echt? Nein. Schade. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert? Ja, vielleicht kann man ja dann noch was retten. Da rette ich nichts mehr. Da rette ich nichts mehr. Na, bleibst du stehen. Noch nicht so ganz. Jetzt aber. Und Deckel zu, weiter grillen. Nach was weiß ich welcher Zeit läuft konstant der Grill. Wunderbar, schauen wir jetzt einfach mal nach der Kerntemperatur. Oh. Ja. Okay. 60. Okay. Also können wir sie auf alle Fälle noch ein bisschen drauf lassen, bevor wir sie dann ja ordentlich aufknuspern noch. Leute, weiter geht's. Wir werden die Schweinshaxe jetzt mal schnell runternehmen und dann gucken wir, ob wir von der Soße, Brühe, Pampe unten drin was verwenden können. Schatzi steht schon mit dem Topf nebendran. Boah, das sind ja ganz schöne Briketts vorne da unten drin. Ja, leider. Aber das habe ich mir fast gedacht. Ja. Aber hey Leute, das Ding ist doch schon mal jetzt der Hammer, ist oder? Ist ja voller Kress. So. Handschuhe. Ich verbrenne meine Pfoten hier jetzt nicht. Ein bisschen was. Ob man das verwenden kann, ich weiß nicht. Warte mal. Komm mal ein bisschen rüber zu mir noch. Ja, das sieht ja ganz gut aus. So, jetzt wird der Deckel heiß. Aua. Oh. Gut, das war's. Mehr gibt's nicht. Reicht es? Ja. Wenn wir nicht mehr haben, haben wir nicht mehr. Ja, ein bisschen, aber. Nein, das ist okay. Nee. Das ist okay. Nee. Dann schmeißen wir jetzt den Haxen wieder drauf. Und schauen, dass er schön aufknuspert. Warum magst du nicht unter drauf stellen, aber das ist dann zu trocken, wenn du den jetzt aufs Fleisch stellst? Kann ich auch, wenn du das so haben möchtest.
Also wir sind halt jetzt direkt über der Glut. Ja, jetzt musst du halt... Muss ich schnell gehen. Du musst das jetzt bewachen. Ich mach jetzt Knöten. Ich muss bewachen, super. Ja, du musst jetzt bewachen. Ja, Leute, ich bewache hier dann mal bei sommerlichen Temperaturen. Und schwitze mal halt einen ab. Egal. Die Schweinshaxe sieht richtig geil aus und naja, ich hoffe, dass ich heute auch wieder meinen Schatz was beigebracht habe mit dem Mini Kamado. Naja, so schlecht ist das Teil wirklich nicht und ich bin ja gespannt, was wir da noch alles drauf machen. Ich habe halt jetzt voll die Bedenken, dass man das Ding ankokelt. Obwohl, bei der Temperatur soll es eigentlich... Ja, nicht passieren. Was haben wir? KT? Also auf 80 bis 85 Grad wollen wir. Oh, ich glaube, da haben wir schon noch ein Stückchen weit hin. Zumindest zum Teil. Ja, da haben wir 75. Da haben wir sie schon. Einfach noch. Ja, ein bisschen aufknuspern. Ich würde mal sagen, kurz bevor die Knödel fertig sind, reißen wir alle Luken nochmal voll auf, dass das Ding nochmal schön Hitze kriegt und richtig schön aufknuspert. So Leute, die Knödel sind gleich fertig. Mein Schatz kommt gerade zum Gucken, weil ich werde jetzt die Schweinshaxe noch schön aufknuspern. Die brauchst du nicht, die ist doch knusprig, schau mal. Die ist schon knusprig? Ja. Ja, noch nicht ganz. Ein bisschen kann sie noch vertragen. Ja, aber nach knusprig kommt, weil verbrennt, gell? Deswegen tun wir jetzt hier noch mal ein bisschen entkoppeln. Jetzt hoffe ich bloß, dass der Deckel zugeht. Steht am Thermometer an. Dann drehen wir ein bisschen, schieben es nach hinten. Geht nicht. Fällt aus wegen ist nicht. Ja, ist ja auch nur ein Mini Mini. Ja. Dazu ist er halt jetzt doch zu klein. Schade. Was flach ist? Machen wir so rum. Da tropft uns auch der Saft nicht rein. Siehst du? So geht's. Und dann machen wir nochmal hier komplett auf. Oben, unten und tun das. Ja, nochmal kurz hochheizen und somit ordentlich aufknuspern. Aber verbrennt, lass es nicht verbrennen. Ja, ich pass auf. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, die Cam einzuschalten beim Aufmachen. Egal, wir haben ja eigentlich nichts verpasst, außer den Deckel zu öffnen. So. Und voilà, fertig ist eine richtig geile Schweinshaxe. Bitte schön, mein Schatz, anschneiden. So, dann können wir den zumachen, ausmachen, ausgehen lassen, die Kohlen das nächste Mal, wie immer, weiterverwenden. Aber jetzt müssen wir rüber und zugucken, was mein Schatz da macht. Boah, du kannst es wieder mal nicht abwarten, gell? Oh, Leute, ist das eine Schweinshaxe oder ist das eine Schweinshaxe? Sieht das geil aus. Das wird jetzt verspeist mit Gurkensalat, Leckersüßchen und Knödelchen. Ich konnte gerade nicht widerstehen und habe mir schon vorab Probiererle gestohlen. Einwandfrei. Wir sehen uns gleich hier noch am Teller und beim restlichen Probiererle. Knödel, Schweinshaxen, Soße und Gurkensalat. Was will man mehr? Und endlich sind wir auch wieder so weit, dass wir die Probiererchen heraus machen können. Ohne dass wir uns hier was abfrieren. Oh, gleich mal Knödel mit Soße. Hervorragend. Schatz, bevor sie schreien, wie hast du die Soße gemacht? Oh, einen Moment nicht dazu. Genial.
Aber ich werde jetzt erstmal essen. Nochmal ein kleiner Unterschied zwischen Gas und Holzkohle. Leute, bekommt man so einen Rauchring auf dem Gasgrill hin? Also ich glaube nicht. Außer man tut noch zusätzlich, bitteschön, das war deine Gabel, ich bin nämlich schon fertig, außer man tut zusätzlich eine Räucherbox reinstellen oder so. Aber da war jetzt gar nichts Zusätzliches drin. Nur die Marabu-Holzkohle. Mhm. So, Freunde, und dann kommen wir noch zum Fazit. Und das wird jetzt ein ausführliches Mein Schatz im Hintergrund sprechen. Ich höre immer noch nichts. Also, das war mit Abstand die beste Schweinshaxe, die ich je hatte. Mein lieber Michi, danke, dass du mir so sehr mit deinen hilfreichen Ratschlägen zur Seite gestanden bist. Ja, genau. Klopf dir nochmal auf die Schulter. Hast du gut gemacht. Ja, also es hat definitiv funktioniert auf dem Kamado, auf dem Mini-Kamado. Sehr geil. Naja, ich glaube, ich kann mich mit dem Ding noch anfreunden. Nein, du verschiedene Lieben. Erzähl uns doch jetzt erstmal was über die Soße. Über dieses wunderbare Sößchen. Da gibt es nicht viel zum Erzählen. Nachdem wir ja Schwaben sind und jedes Restli Soße aufheben bzw. eingefrieren, und wenn es dann mal zu einem Fleisch, wie jetzt bei dieser Haxe, keine Soße gibt, dann nehme ich einfach eine Dose aus der Gefriertruhe und habe eine fertige Soße. Echt jetzt? Aber noch mit dem Fett, was wir da aufgefangen haben. Da habe ich noch ein bisschen was dazu. Okay. Weil Fett ist ja ein Geschmacksträger. Ja. Also das Süßchen war fantastisch. Also keine Ahnung, wo die hergekommen ist. Ja, Schatz kann das. Ja, dann werde ich mich jetzt aus diesem Video verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Daumen nach oben, würde mich natürlich freuen. Abo, freundliche Kommentare, sowieso ja immer. Leute, wir sehen uns das nächste Mal.